Die italienische Agentur für Aussenhandel hat in Zürich zu einem mediterranen Gaumenschmaus eingeladen. Lebensmittelproduzenten aus Apulien, Kalabrien, Campania und Sizilien haben ihre Olivenöl, Salsis oder Büffelmozzarella präsentiert. Obwohl wir eigentlich Pesto Swiss Gastro heissen, schauen wir heute über den eidgenössischen Tellerrand raus. Denn Produkte von unserem sonnenverwöhnten Nachbarn sind auch für Schweizer Gastronomen nicht uninteressant. Marmelade aus Sizilien, Olivenöl aus Apulien, Salzitz und Büffelmozzarella aus Campania. Produkte aus dem heißen Süden Italiens. Kaum ein anderes Land lebt die Sinnlichkeit des Essens, so wie unsere südlichen Nachbarn. Semplice, wie nascere e vivere. Wir werden schon mit unseren Produkten geboren. Die Gerichte kommen aus unserer Erde direkt auf unsere Tische. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir von zu Hause weg sind, dann lernen wir unsere frischen Produkte erst richtig zu schätzen. Unseren Mozzarella, unser Brot, unsere Würste. Quando non sei più a casa, che ti manca la mozzarella, ti manca il pane, ti manca la salsiccia. Unser Geschmack wird uns schon in die Wiege gelegt. Il gusto ti viene quindi dalla nascita. As italianità we mean the way Italianità ist die Art, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen. Normalerweise geht es den Konsumenten nur ums Ernähren oder Essen. Italiener haben aber eine andere Beziehung zu Lebensmitteln. Es ist eine ganze Kultur. Es geht nicht nur ums Essen. Jede Speise, jedes Detail erhält bei uns die volle Aufmerksamkeit. Attention to the details of each food. Die Lebensmittelproduzenten suchen die Aufmerksamkeit von Schweizer Händlern oder Gastronomen. Sie wissen, ihr Produkt gehört auch auf den Schweizer Markt. In der Schweiz habt ihr super Käse, tolle Schokolade. Aber ihr habt keine richtigen Zitronen, Orangen oder Clementinen. Ihr werdet unsere lieben. Bestimmt, probiert doch mal. Wir wollen in der Schweiz einen neuen Markt schaffen. Einen mediterranen Markt. Mit unseren Produkten. Aber vor allem auch mit unserer Philosophie. Italien, das ist Sonne, Mandolinen, Pizza, Gitarren und natürlich unsere Tomaten. Das ist einfach eine super wichtige Zutat in jedem tollen Gericht. Und gesund ist es auch noch. Your life for your health, no, I told you. Der italienische Lebensstil, Dolce Vita, Italianita. Ohne gutes Essen unvorstellbar. Die italienische Küche ist auf der ganzen Welt beliebt. Aber auch eine erfolgreiche Esskultur lebt von Neuerungen. Also wir haben sicher auch süße Sachen, wir haben beides, wir haben Salziges und Süßes. Wir haben gerade kürzlich einen Preis gewonnen mit einem Aufstrich, der aus Erdbeere und Champagner gemacht ist. Oder wir haben auch Frischkäse und Schoki. Das ist so ein bisschen der Cannolo, einfach zum Aufstreichen aufs Brot, das ist auch sehr speziell. Und ich denke, das sind Produkte, die man hier einfach nicht kennt. Das ist einfach das, was Sizilien ausmacht. Was man hier kennt? Das wohl größte Klischee italienischer Kochkunst. Niemand kocht besser als die eigene Mama. Ja, of course. We love to test food. Natürlich, wir lieben Mamas Küche. Speziell am Sonntag, da rufen wir unsere Mamas an. Bitte, ich will heute zu Hause essen. Das ist natürlich auch typisch italienisch. Einfach bei Mama sein und Mamas Küche genießen. Style, yeah. To stay with mom to test mother food. Yeah. Klar, Mama ist immer die Beste. Das kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. Aber es gibt Leute, die sich sehr Mühe geben und sehr nahe dran kommen.